Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! Hallo, willkommen zum nächsten Wettbewerbslauf hier, der Broadcast 2K die 3 Liga. Wir sind in Australien, ja. Es geht weiter, Bedford steht an. Eines, vielleicht sogar die schwierigste Strecke in der Nordschleife in diesem Kalender hier. Letzte Woche in Long Beach, Wolpes gewann das Ganze, nochmal Glückwunsch dazu. Und jetzt geht's eben weiter nach Bedford. Ja, wie gesagt, wir haben immer noch keinen Favoriten, wir sind ja noch kein Titelfavorit, wir werden gucken, man kann natürlich jetzt nach diesem Rennen, haben ein Viertel der Season rum, also wir haben schon ein Viertel der Season rum, so heißt es, Entschuldigung, aber wie gesagt, nach dem Rennen kann man dann zumindest schon mal so ein bisschen am Ende in der Preview für Spielberg drüber reden, wer denn so die Chancen auf den Titel hat, wir werden es am Ende sehen, klar, und ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns auch mal die Startaufstellung an, die ist ein bisschen auch das Rennergebnis, die sind diesmal ein bisschen anders da. Gemacht worden, nochmal danke an die Regie und danke an René für das Template und danke an eben Send hier für die Eintragung in der ganzen Zeiten. So, dann mal auch schon das Ergebnis. Qualifying Kaloman hat sich seine nächste Position, seine dritte Pole geholt vor Poker. Neuer Pilot, by the way, von Ghost Racing, 13 Länder hinter der Malwurf kommt. Ja, auf Platz 3 dann aus Belgien, Hugo auch neu mit dabei. Auf der 4 dann allen aus Südafrika willkommen, würde ich auch mal so sagen, welcome. Platz 5 und jetzt geht es einmal viel zu schnell. Wuppis 11, der Cruiser 12, der Lockdown 13, der Dannlinger 14, der Mindoro 15, die sind aber auch schon über viele Sekunden dahinter und Scar eben ja 16. und Alien 17. Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! So, da geht's los. Wir haben, by the way, wieder eine Einführungsrunde leider aufgrund sonstiger Bugprobleme, aber keine Red Flag, diesmal machen wir uns ja. Sonst würden wir jetzt mit eben einer Fahrersicht mit vorne, also geht los mit Carlo. Natürlich, klar. Und ja, auf jeden Fall Platz 7 Scout, Entschuldigung, Platz 7, werden wir auch gleich nochmal sehen, ob das alles stimmt. Alexa, Platz 8, Quatsch, was laber ich eigentlich? Platz 6 Scout, Platz 7 Alexa, Platz 8 Bembel, in seinem neuen Auto, by the way. Genau, Send hat, genau, stimmt, hat sich ja, Send hat sich ja jetzt noch auf den letzten Platz drüber verlassen, um eben hier alles zu vermeiden. Dass hier noch irgendwas ja, schief geht, quasi bei der Anfangsrunde. Auf jeden Fall dann eigentlich 9. Cent, 10. Maler und ja, den Rest haben wir gesehen. Ja, es bleibt abzuwarten. Wir haben jetzt wieder den Kollegen aus Südafrika da. Der wurde soweit ich zumindest müsste auch jetzt dann gleich eigentlich losfahren müsste. Mal gucken, da gibt es anscheinend ein paar Startschwierigkeiten. Der hat bei der Way aus Versehen leider, und da sehen wir auch schon wieder los, ja, leider den ja, kleinen Skin wie Cruiser. Da müssen wir mal gucken, wahrscheinlich vielleicht Cruiser ja mit Licht. Und er wahrscheinlich ohne, aber wir werden es jetzt gehen. Anhand unserer schönen Hat. Und ja, ich wurde mal in den letzten Jahren darauf angesprochen, mach doch mal bitte das Hat hier unten weg. Hier. Und vielleicht das und das. Dieses brauche ich, also das hier brauche ich auf jeden Fall. Das hier eventuell auch nicht, ne? Das ist leider nicht, klar, aber die kann man nicht anders dann machen. Schade. Ist ja logisch, aber was soll man tun? Ich bitte nochmal zu entschuldigen. Problem ist bloß, ja, das wird dann, und das fährt Cruiser auch los. Problem ist dann bloß auch, dass, ja, eventuell dann auch eventuell die Informationen fehlen, ne? Wie halt aktuell wo sind. Ich finde persönlich, stört vielleicht ein bisschen, klar, weil zum Beispiel hier, wo das Helle ist, man merkt ja, da ist nichts. Und jetzt mal gucken, es fehlt noch Alien und Scar, wie gesagt, eigentlich müsste Center sein, um Apple. Es haben uns leider ein paar verlassen, Dannlinger und Bemble und Waller und so weiter. Ich weiß auch, ja. Man sieht es ja anstatt nur noch 17, nur noch 13 Leute. Mein Gott, was willst du denn tun? Wir gucken mal. Ja, Carlo, der weiß ja, was er tun muss und wieder. Ghost Racing, hier haben wir auch schon ein Bild mit den Svenissans, mit dem neuen, soweit ich auch weiß. Ne, ist auch nicht der neue. Cool, egal. Auf jeden Fall, ja, willkommen, Poker, willkommen, Jogo. Freut mich, dass ihr da seid, als Kommentator hier. Und ja, mal gucken. Viele sagen ja eventuell, ja, komm, jetzt hat sich der neue Poker. Was denn? Der neue Poker. Poker und auch sein Teamkollege da schon relativ weit vorne qualifiziert. Ja, klar, ist ja logisch, eigentlich auf 2-4, jetzt sind wir auf 2-3, klar, da kann man so sagen, aber. Spielen sie eine Titelrolle? Ja, ich denke mal. Also wie gesagt, wir haben jetzt viele neue Piloten noch vom Einsieger, da haben wir einen 8 Kampf um eine WM. Hoffentlich bleibt es auch so. Mal gucken. Und ja, ich meine, hier im Mark Cruise hat noch gar keinen Kampf. Wir haben jetzt bisher Mauf als zweifacher Sieger. Dann eben, wer hat wieder auf der Neustelle gewonnen? Entschuldigung, dass ich das gerade nicht weiß, aber. Ach Quatsch, es war ja Mauf. Genau, aus dem Ding, genau. Und Vulpes hat jetzt eben letztes Rennen gewonnen. Und ja, von Vulpes haben wir eigentlich speziell einen neuen Pilot. Also, mein Gott, was ist da bitte erwarten? Jetzt haben wir Carlo auf der 1 hier. Dann haben wir noch mit Poker, Mamau auf Poker.
Carlo, haben wir schon wieder einen Vierkampf, ne? Und wir werden sehen, aber wahrscheinlich ist es in dieser Season, das sieht doch relativ geil aus, oder? Also diese Startprozedur ist doch ultra geil. Ja, auf jeden Fall, mal gucken, wie wir es machen werden, klar, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass, ja, aktuell in dieser Season wirklich jeder Chance hat, weil ja eben das Spiel für jeden neu ist. Und ja, dieses Startprozedur, das sieht einfach zu geil aus, da muss ich jetzt mal einen Screenshot taken, sorry für das. Aber das muss ich jetzt leider mal einen Screenshot taken, weil, naja, also das sieht einfach nur zu schön aus, klar. Bridge Cars, Buggy wie sonst was, deswegen kennt man es auch nicht, ja, Alter, das sieht so schön aus, oder? Das ist jetzt Racing, das ist VSC, also wenn ihr da mitmachen wollt, dann meldet euch. Und das sehen wir schon wieder, Wetter lässt uns halt, wir haben um eine Stunde bei der Wetter den Ring verpasst, also, sonst komme ich gerade gekrocht mit dem Hund. Hat ja immer geheißen, ja, ich lasse mal jetzt eigentlich aus mit dem Regen, ja, die Wetter, ja, Entnahme war um 7 Uhr, genau, um 17.29 Uhr, ja, und um 18.29 Uhr war Regen angekündigt. Und diese Information habe ich gerade um eine Stunde leider verwechselt, Entschuldigung. Mit Daphne war um 16.29 Uhr und ja, für 17.29 Uhr bzw. halt dann eben für 18 Uhr war im Ring angekündigt. Wir sagen, es geht los hier zum Start. Carlo gegen Poker. Double Fall kann natürlich aufgenommen werden. Und mal gucken, wie es auch aussehen wird. Aber naja, Bad First. Mal gucken, ne, wie es laufen wird. Und ich muss sagen, ich mache es mal, weil das haben sich ein paar gewünscht. Der ist jetzt erstmal weg und ich würde sagen, wir legen los. Alle haben fast die Lichter an. Und ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal still und mal gucken, was Carlo und Poker und die Ola vor allem provozieren werden, allen auf der 4. Das ist abnormal Südafrikaner auf der 4. Double Fall wird sehr befolgt, freut mich auf jeden Fall. So soll das sein. Los geht's, Carlo, relativ gut gestartet. Poker kam dann nicht gut weg. Und da hinten gibt es irgendwann eine Karambolage. Das ist erstmal die Karambolage. Das müsste Lockdown gewesen sein und Minu. Die da spezifisch reingefahren sind. Und Poker verliert das Rennen. Den Start erstmal an seinen Teamkollegen Jogo aus Belgien. Belgien Pilot. Auch mal wieder vor Ort. Haben wir bisher nur einen, aber jetzt eben auch Jogo. Oh, da hinten kracht alle in die Wand oder was? Ja. Daneben ist gut, das waren sie beide mit Licht. Nicht sofort, da dachte ich, naja, auf jeden Fall ist cooler hier vor. Marlin, das ist by the way kein Team und jetzt alle Scouter schon real to real mit Send. Hier sind nochmal sorry, das war jetzt hier eben unten das hat, aber mein Gott, was kann ich denn dafür? Scar an die Wand eingeschlagen. So, Carlo führt knapp 2 Sekunden schon vor Jogo, der mit seinen Teamkollegen noch alle Hände voll zu tun hat, würde ich jetzt mal so gesagt haben. Ja, der Vertrag wird wahrscheinlich mit Bethesda aufgelöst werden in Bunch of Cars. Also wir werden jetzt wirklich zum letzten Mal fahren und die beiden berühren sich. Ach, je, das gibt es nicht. Jetzt hat natürlich hier Scout die ganz, ganz große Chance, da reinzukommen. Jetzt hier Wheel to Wheel. Lange gerade lässt er zu. Neue Auto. Wir gucken mal ganz kurz ins Cockpit rein, wie es da so aussieht. KMH technisch 250. Wir hatten da in Bunch of Cars 1 gemessen 280. Also die Auto ist auch ein bisschen langsamer geworden. Man sieht es ja hier. Ja, doch, wobei die Corvette, Der Nissan, da kommt er schon relativ gut hin, würde ich sagen. Schön. Ja, dann mal eine kleine Stunde, dass das Video ein bisschen später kommt, als man es dachte. Wir hatten ein bisschen Stress. Wir haben auch immer noch Stress. Dank der Formel 2 Liga, da gab es ja ein paar technische Probleme mit dem Hardlayout damals noch und so weiter. Deswegen muss man uns erstmal die Videos angucken und vor allem an sich. Ja, viele Ligen, viel Schneidearbeit liegt ja vor uns, deswegen kann da schon mal die eine oder andere Liga ein bisschen später kommen, das macht ja nichts. So, da sehen wir aber auch schon einen kleinen Kampf hier. Alexet hält da allen und alle. Ganz super, what the fuck. Alexet hält da aktuell allen Send und Cruiser auf. Der Cruiser, der hintere weiß ja allen, der vordere. Ja, mal gucken, wie das allen aus Südafrika freut sich richtig hart, dass er das habe. Also so eine Begeisterung habe ich wirklich auch noch nie gesehen. Jetzt versucht Send schon was vielleicht gegen den Südafrikaner. Nein, und der fährt gleich den Alex hier rein. Das gibt es nicht. Kleiner Leck von ihm. Aber da scheint auch alles okay zu sein, oder? Der Alex verliert Pace. Alle drei ziehen an ihm vorbei. Ja, ein bisschen schade nochmal da, aber
Das war der Mikro-Lag, mit dem wir hatten, aber wie gesagt, Ping, ich kann es aber gerade so sagen, das ist jetzt wirklich vielleicht sogar legendär. Wir haben ja Luis die Botella mit dem Standard-Ping und der leckt fast nicht, wir haben aber alle mit einem, ja, sagen wir mal, wenn es schief läuft, 320er Ping und wenn es gut läuft, 276er Ping und der leckt auch fast nicht. Das freut mich auf jeden Fall, das ist natürlich auch super. Und ja, mal gucken. Jetzt leckt hier gerade ein bisschen Poker rum oder das ist die Replay, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, bin mal gespannt. Oh, wir sind jetzt eingeblendet, 43 Runden, genau. 24 Runden haben wir hier. Ja, Spielberg nächste Woche wird, glaube ich, ein bisschen interessanter. Ja, wir hätten heute fast den Budget Chaos Rekord, bis also wir hätten ihn geholt. Und wir wären auch, wenn einer raus ist, wäre gleichgezogen mit dem Finale damals. Aber naja, schade, ne? Wie gesagt, man kann sich jetzt hier nochmal was dazu denken. Also 14, 15, 16, 17, also hier ist so viel. Ja, gewesen, aber mein Gott, haben es inzwischen auch schon knapp, ja. Knapp 70 Minuten, ne? Nach dem eigentlich, also nach dem Start des Events, heißt knapp eine halbe Stunde nach Beginn des eigentlichen Rennens, hier in Bathurst. Ja. Ist natürlich teilweise schade, klar, ne? Ist ja eben das, aber du kannst dagegen nichts machen. Ich möchte mich auch nochmal von der planerischen Seite entschuldigen. Wie gesagt, mein Gott, was kann man machen? Nicht viel. Wir haben ja in der Regel generell bei irgendwelchen Sachen, aber ich finde es schon geil, die Lichter von gestern, vor allem Dennis an sich, sieht relativ geil aus. Ghost Racing, naja gut, ich meine, wenn sie wirklich dunkel sind, sind sie wirklich wie Ghost, ne? Naja, aber Scout aktuell auf 4, der wird auch mal wieder Punkte nach seinem DSQ, das war ja am Ende leider nur noch ein DSQ bei Scout. Da war sich am Anfang nicht einig, was war das und so weiter. Ich kann es mal ganz kurz sagen, das war einmal die Kollision mit Cruz in der ersten Kurve, die Kollision, also 0-1. Nur zwei in der ersten Kurve mit Alex hat oder andersrum weiß ich nicht genau und halt eben das Ignorieren der blauen Flaggen von Position 4 und da wird die Rallye nochmal das eben dokumentiert mit einer Disqualifikation ist denke ich mal ja, in anderen Ligen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ja, könnte es da eventuell sogar schon eine Rennsperre, Qualifikationssperre, was auch mal geben und ja mal gucken, Sand hat ja leider auch sonst nicht eine Startposition mehr, die Ergebnisse sprechen natürlich das, was eigentlich wäre, ne? Aber wie gesagt, Cent hat auch nochmal gesagt, ja komm, ich bin jetzt hier, der wohl das Ganze leiten muss. Ich gehe meine, wie gesagt, ich opfere meine Position 9 auf 13. Na ja, gut, so viele krasse Unterschiede sind jetzt nicht, ne? Klar, ich würde es eventuell sogar auch machen, wenn wir 17 gewesen wären, klar, aber. Naja, das ist dann die große Frage, weil ich meine, 17, wie gesagt, wir sind aktuell 23 Piloten, soweit ich weiß. Vermutlich 26, wir können bis auf 32 weiter, beliebig erweitern, wenn wir natürlich besser oder wenn ihr neu seid und ihr wollt mitfahren, dass ihr euch dann eventuell. Oh, und jetzt kommt hier Poker an Joko ran. Das ist dann du im Qualifying vorne schon weg. Ist es ein sicherer Sieg? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weil ich meine, klar, wir haben jetzt hier Karl, der hat schon zwei Siege und versucht Poker einen Dive-Up gegen Joko. Ne, der Team Order müsste es gewesen sein. Also, es sah mir zumindest so aus. Mal gucken. Aber der wird. Wir werden mal gucken müssen, inwiefern das Ganze dann hier. Am Ende sein wird, ja. Poker nun somit neuer Zweiter. Anscheinend hat Joko gemerkt, okay, komm, Poker ist schneller. Oder vielleicht war es Poker auch gefragt, oder keine Ahnung. Anscheinend ist Poker auch schon gar schneller, seine Runde knapp 17 schneller als die von Joko letzte Runde. Kann ich verstehen. Da blinkt Joko auch gerade ihn an, okay. Was hat das wohl wieder zu heißen? Ja, Lichtpflicht gibt es ja, seit ich zumindest wüsste nicht, aber die könnte man ruhig mal einführen bei dem Wetter. Ist für die Replays ein Vorteil und so weiter, klar, Teammates, der eine an, der eine aus, klar, aber ich meine, mein Gott, wir haben inzwischen unsere Hardtabellen, danke nochmal an Project Cross 2 dafür, und dann passt das. Und Cruiser verliert einen Platz gerade gegen Send, oder nee, gewinnt einen, sorry, die haben anscheinend gerade auch Team Order gemacht, das ist jetzt Cruiser, der vorhin fällt allen. Ja, Send, der bisher, das ist ja doch wackeln in der Saison. Gerade mal 9. geworden in Austin, eigentlich 10. bis er den nimmt, jetzt kurz den 9. Letzter mit dem 7. Platz und jetzt eben letzte Woche in DNF. Ja, und wird er sagt auch, er ist ein bisschen frustriert beim Team, klar, aber aus M-Racing ist ja. Oh, jetzt dreht es. Ach komm. Ja, Licht ist down, würde ich sagen. Ja, das ist raus, würde ich sagen, das Auto ist ja kaputt. Ja. Da hat kein Licht mehr, da ist ein ja, Box. Ja, wie gesagt, ja, hat auch gesagt, ja, also ich kann ruhig eine DNF-Season wieder mitspielen, wenn es sein muss, aber er hat es einfach nur schade, dass er jetzt hier leider
in Long Beach. DNF gehen, muss ja mal gucken, was der Pilot schafft. Das ist ja Vize-Champion der Vorsaison quasi, das ist Nummer 2. Natürlich steht er auf dem Rang 14, mal gucken, wo er nach dem Rennen steht, weil na gut, ich meine, Allen holt aktuell sogar mehr Punkte. Das heißt, er wird mehr Punkte. Okay. Aktuell wäre Allen mit seinen Punkte gleich. Und Allen ist gerade mal ein Rennen mitgefahren. Das ist auch gar nicht so aktuell ist. Also, naja, wohl bist du wieder auf der 5, wenn du leider weiter hinten bist. Nicht allzu weit. Und zwar mit einem kaputten Auto oder wie? Ja, das Auto ist die Mini. Ah. Ach, du Heilige. Ja, das hat das hin, würde ich sagen. Dann haben wir es gar genauso. Ich glaube, dann dadurch sieht noch okay, ist aber für ihn leider nur auf die Position 11. Ne? Das ist natürlich auch relativ schade. Und davon ist immer was hin, der holt auch voll auf. Gucken wir mal. Ja, Lockdowns Teamkollege. Dort Dickler, ja, leider immer noch Probleme. Das Team bringt das zweite Auto nicht hin mit den Lenkungen. Da gab es immer wieder technische Probleme und ja. Mal gucken, wann sich der Dickler da. Ja, und sein Gitbox. Man sollte sie eher wenig, ist ja klar. Ne? Und Jugo hat einen Platz an Scout verloren. Okay. Ja, es gab ja auch einer der neuen NSX-Piloten da. Mal gucken, was er reißen wird. Es hat er leider keine Nummer, ne? Das ist auch relativ schade, aber naja. Vorne ist jemand Scout, sein Schild steht, weil er war immer noch an der Box. Und Jugo will sogar nochmal einen Platz an. Vulpes, was ist denn da los? Jetzt kommt alle dahinter ihm auch schon an. Ah, er hat einen Schaden, ja, man sieht, wir sehen's. Da geht nur noch ein Licht beim Nissan-Piloten. Was ist da los? Anscheinend entweder ein Defekt. Oh ne, kürzere. Oh, kürzt aber ganz schön die Kurve ab. Fällt dann mal noch was gegen Cruiser. Ah ne, er geht Bock. Gucken wir mal. Machen wir auch mal mit. Boxgasse ist ja hier auch ganz schön schwierig anzufahren. Bei ihm gibt es gerade gar keine Boxengasse, aber egal. Ja, somit fällt dann natürlich jetzt ein paar Wettfälle mit sehr Alien. Noch 0 Punkte diese Season mitgenommen. Wie schaut heute aus? Vielleicht mal die ersten Punkte, das wäre vorteilhaft, nehme ich an. Aber der Audi, der geht ja an, ist ja gut. Also Bedford ist wirklich so eine Strecke, die kann man mit dem, die muss man sogar mit GT3 fahren oder halt eben mit den Supercars, aber der Vertrag, weil wir jetzt, also den Vertrag anziehen, wird es wahrscheinlich nur noch in Assa de Corsa gehen. Der Fehler hier vom Hot Wheels Racing Piloten. Oh, das ist sogar irgendwie eingeschlagen. Oh, das sieht nach Scar aus. Das ist auch Scar. Scar erneut eingeschlagen, die Kamera schafft er nicht, er doch jetzt. Was macht denn er da jetzt? Oh. Aber kein guter Wendevorgang. Sind noch Alexe vorbeilaufen. Dann schon wieder Schaden. Ja,
Okay, von allen ums Cruiser, warum nicht? Ja, allen. Lass mal ein bisschen auch mal mit dem Co-Piloten hier. Soweit ich wüsste, Controller-Fahrer. Das Ende eingeschlagen mal wieder. Wir gucken mal ganz kurz nach. Das sah mir nach einer zerbrochenen Scheibe aus, oder? Oh ja, gut, also wenn das noch ein Auto ist, freue ich mich. Macht der Eugen oder wer ist der Eugen schon Platz? Also dann ist nicht mal viel gelaufen. Nächstes Retirement für ihn hier. Schade, muss man ehrlich sagen. Haben wir das Gefühl, das Auto so sehr, aber anscheinend liegt ihm der Renault nicht so. Jetzt muss er sogar abbrechen, fährt sogar noch über die Strecke hinaus, damit er ja noch keinen gefährden kann. Wie auch immer. Ja, das war's dann mal, würde ich sagen. Also. Runde 7, beziehungsweise er ist schon in der Runde 9, sagen wir es auch wieder mal so. Sehen wir es ja, Carlo hier. Schon Runde 9. Ja, schade. Der Renault sieht ja so schön aus, wie ich auch schon mal gesagt habe, und dann geht das Stück hier nicht vorwärts. Und von meinem Seite ist wahrscheinlich schon dann in der Figur, wenn er dann eben aussteigt, wird abschließt, hätte er noch klar, er kann natürlich nochmal an die Box fahren, aber ich meine, was bringt ihm das, vor allem wenn er jetzt nochmal einschlägt? Ja, dann anscheinend kann man so die Lenkung verlassen. Oh, das Auto ist echt schwer. Lol. Das, der wird sich wieder hingeportet, alles klar. Weiß ich Bescheid. Geht eine neue Box. Vielleicht müssen sie ihn jetzt sogar anders hinstellen oder sowas. Kann ja, haben wir glaube ich auch schon mal. Dass da sich derjenige anders hinstellen muss, damit die dann noch was fixen können oder irgendwas ausfixen können. Ja, das ist jetzt ein Retirement, ist die große Frage, ne? Naja. Sind anscheinend kurz in die Garage reingerollt, nach hinten, wir haben es noch gesehen, aber. Lockt dann auf dem Weg zum nächsten Punkten. Er ist ja bei sauber in der Form 1 Sicherheit bekommen. Da haben wir das letzte Mal gesehen, dass er da leider einen kleinen Puncher erleiden musste. Bin mal gespannt. Lockdown ist ja auch so ein Fahrer. Klein anfangen und groß aufhören quasi. Mal gucken, wie es für ihn laufen wird. Er hat ja einen Vertrag bei Crash Drive Racing. Mal gucken, wie es für ihn dann nochmal aussieht. Irgendwann vielleicht mit der Seite Corsa. Aber eben aktuell vorerst dann erstmal die große Sache mit Formel 1. Mal gucken. Wie er denn da so sein wird. Ja. Wie Juro ist, sind wir jetzt vielleicht, der fährt nicht mehr so schön wieder. Send Probleme. Ah, er fährt wieder raus. Send wieder auf der Strecke. Da, wir sehen es, da ist die Leitplanke. Die Leitplanke, genau. Die Leitplanke, genau. Hashtag Send. Die Leitplanke wieder dran. Die Schulstange da vorne wieder dran. Und er ist jetzt schon zum dritten Mal überrundet worden. Also das ist auf jeden Fall viel gelaufen, ist sein Vorname ist Yogo und der hat ihn gerade überrundet, also bitte. Mindoro ist zwar auch noch hinter ihm und das auch noch um 10 Sekunden, also. Wenn da noch irgendwas passieren sollte, dann ist es auf jeden Fall nichts Gutes. Ja, wir sehen trotzdem das Auto. Noch mal ganz kurz. Ja doch, oh! Die haben den Lenkstand nicht repariert, ach Gott, come on. Das, hör auch gerade von ihm. Jungs, das Auto lenkt immer noch ein. Ja, ich will sagen, wir werden mal sich die Runde bei ihm. Also das ganze Auto nicht spannend ist, außer das Poker. Bis auf 3,8 Sekunden hinkam jetzt auf Carlo. Ja, Poke bringt mich ja gespannt, inwiefern er sich noch in die Season einbringen wird. Bei mal ein Champion in seiner First Season. Mal gucken, wir hatten ja schon viele bekannte Champions. Wir haben auch bis jetzt nur zwei Länder-Tracks. Ist ja auch auf dem besten Weg, dass er da quasi
denke mir, klar, aber ich meine, wir werden gucken, wir werden sehen. Und ja. Vielleicht schaffen wir am Ende sogar noch alle. Mal gucken, das ist alles noch möglich. Wir haben jetzt wir sind schon im zweiten Viertel, aber die großen Rennen wie Le Mans, Monza, Road America, Watkins Glen, das sind ja eben die großen Bausteine, die mittlere Season quasi. Und ich kann euch auf jeden Fall eins versprechen, diesen Rennkalender an sich, ja gut, 12 Rennen ist ein bisschen wenig, klar, vielleicht gibt es ja nochmal eine Big Season, mal gucken. Da hat VSR ja ein paar Pläne, klar, IndyCar, diese Sache schwankelt aktuell noch, logisch, aber so an sich. Das ist aktuell irgendwie dann halt eine Zeit, die drei Kurzstrecken in der Season, also die hier quasi. Oder halt eben, eher längere Saison mit einer Schulrennen oder wie auch immer. Aufs ganze Jahr verteilt oder vielleicht sogar so eine aufs ganze Jahr verteilt. Mal gucken, wie es jetzt sein wird am Ende. Auf jeden Fall, ja, die längste GT3-Liga immer war ja die Vorgängerseason mit genau 18 Rennen. Das waren einfach mal so 6 Rennen mehr. Und ja, wie gesagt, wir hatten schon viele Seasons, klar, aber die sind, wir haben ja auch ein paar Regelungen. Die längste Season, soweit ich wüsste, darf maximal 30 Läufe beinhalten oder sowas, keine Ahnung. Wenn die Serie natürlich noch so eine ist, die wo natürlich, was weiß ich, 19 mal fährt, ist mal 3, natürlich ist es ja wieder was anderes, klar, aber ich glaube minimal, also minimal sind es, soweit ich wüsste, 5. Also jetzt kann ich mal enttäuscht oder sowas. Genau, 5 Wertungsläufe bis 30 ist eigentlich normal, die Rennen, so sind fährt an die Box, das war's. Vielleicht fährt jetzt nochmal direkt, dann werden es gleich sehen. Und ja, dann war's es erstmal für den Piloten hier von VSR Racing. Ja, er fährt in die Garage. Das Aus für Send in der gerade mal 11. Runde dieses Australian Grand Prix quasi. Schade, Send sind mit draußen noch 12 Autos im Rennen. Die zwei dahinter sind Mindoro und Mindoro hat, inzwischen sogar Sky überholt. Und ja, die müssen gucken. Wulp ist auf der 3, das gibt's ja nicht. Allen auf der 4, was ist denn da passiert? Ach, schon Diogo, hä? Okay, ja, komisch. Auf jeden Fall ist irgendwie zurückgefallen. Vulpes aktuell Dritter. Vulpes war ja überglücklich über seinen Sieg. Das kann ich mal. Ich gönne ihm diesen Sieg so hart, weil ich meine, wer sich durchsetzt, wer trainiert, der hat es auch verdient. Vor allem ist er ein sehr ehrlicher Pilot, das hat es verdient. Und vor allem, wer so weiter fährt, der hat dann natürlich noch mehr verdient. Aktuell wäre er WM-Führender, zwar punktgleich mit Marov, aber der Marov, oh, Scar das wieder auf Abwägen, auf anscheinend, ja. Aber da ja Scar, Vulpes mehr Rennen beendet hat als Marwurf, ist er quasi dann der Erste in der Rangliste. Ich glaube, vielleicht ein paar Jahre hat auch mehr Siege, Marwurf hat auch mehr Siege als Vulpes. Naja, gut, einen, logisch, aber eben mehr Rennen beendet und ja, gut, da steht es eben dann demjenigen zu dir, wo da für mehr getan hat. Natürlich in Sachen WM ist es natürlich wieder anders, klar, ne? Kannst du nicht sagen, ja komm, es gibt ja einen, der ist, wir hatten ja mal letztes Season God for the Hero Shift. Wie ist der hat dann da 5 Rennen mitgefahren und 4 davon, oder nee, 6 Rennen mitgefahren und 5 davon beendet auf Platz 3 am Ende. Sag ja mal, ja, der ist zwar nur 5 Rennen mitgefahren, der ist dann halt 4 dann in der Nähe. Die Siege sind dann da am Ende schon, aber so an sich, vor allem für eine WM, wo aktuell dann noch nichts zugange ist, ist das ja völlig in Ordnung. Und vor allem, Vulpes hat sich ja aktuell auch verdient. Aber hoffen wir, dass das auch so bleibt. Alle hinter ihm, es wäre natürlich das erste Mal, dass wir ein Podium hätten, wo nur 2 Leute dann quasi da wären, ne? Weil eben Allen leider nicht die Technik hat. Also das heißt nicht die Technik, eher nicht das, das Argument hat, da mit uns zu labern. Vulpes, kleiner Leck hier. Aber naja, gut, ich meine, das ist natürlich relativ egal in dieser Season, klar, für eine größere wäre es natürlich schade, auf einmal für Astrid Corsa, klar. Aber in dieser Liga gibt es ja zumindest für alle Deutschen natürlich eine Testpflicht, klar. Aber natürlich für ihn, für Leute, die wundern dann natürlich jetzt auch erstens kein Deutsch können, nicht, ne? Aber natürlich jetzt fragen sie sich vielleicht ein paar Jahre, warum ist dann Craig C und so weiter müssen, warum müssen die dann Teams bekommen? Ja. Ist so, weil halt eben also quasi inzwischen ja mehrere Länder auch hat, ne? Wir sind inzwischen in 12 Ländern schon vertreten quasi. Also schon hab ich. Ich versuch's nochmal ganz kurz aufzuzählen, vielleicht vergesse ich ja wieder irgendwas. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir ja Niederlande, Belgien jetzt eben auch wieder, Schottland, England, Brasilien, Australien, Südafrika, Rumänien, Slowenien und das war's glaube ich schon. Also wie gesagt, auf jeden Fall viele, viele Leute, Japan fehlt noch, stimmt. Also jetzt, weiß nicht, ob es jetzt alle waren, keine Ahnung, wir sind 12, 13 Nationalitäten, wo wir haben. Und das soll auch ruhig so bleiben, wie gesagt, in der Tabelle sieht das halt dann immer relativ schön aus, ne? Über die deutsche Flagge, naja gut. Wenn sie vielleicht jetzt noch ein paar fragen, ja gut, aber dann führt es ja mal irgendwann dazu, dass wir keine Deutschen mehr am Podium haben. Naja gut, ich meine, ist halt so. Ich meine, wir haben ja viele auch, zum Beispiel in Österreich spricht ja auch Deutsch, Schweiz eigentlich auch, zumindest der Teil.
Zum Beispiel Öldin aus Slowenien spricht ja auch Deutsch, Luis aus Brasilien zum Beispiel auch. Mein Gott, Englisch ist ja auch eine Sprache, die man sprechen kann. Wir gucken uns mal das Duell der Nicht-Teamkollegen an. Das sieht ja wirklich so aus, aber das sind keine Teamkollegen. Allen fährt für Phoenix Simsport und Cruiser für VSR Racing, deutsch und südafrikanisches Team. Bisschen weiter sind, würde ich sagen. Ich bin immer ganz kurz hin, der steht inzwischen in der Garage. Und ja, für ihn ist das vorbei. Ja, Jogo. Leider nicht so das tolle Debütrennen, aber naja, gut, ich meine, was willst du tun? Und inzwischen bei der Wolf fällt mir auf, dass Wulpes dritter geworden ist, weil Scout irgendwie weg ist. Scouts, hier ist jemand auch nochmal, glaube ich, oder? Nee, das ist Scout. Ne, hier ist Scout. Also irgendwie disconnected, keine Ahnung. Welcome back in the woods. Na gut, also das hat auf jeden Fall mal einen Zuschauer verdient. Und jetzt also mit. Weiß man eben gerade mal aufgefallen ist, wo ist denn überhaupt Scout? Also Scout leider DNF und disconnected, wie auch immer. Rausgeflogen wurde mir gerade auch mal geteilt. Schade, aber mein Gott, was willst du denn noch tun? Ja. Scar leider nicht auf dem Weg zu den Punkten. Klar, oh, jetzt alle einen Fehler gemacht. Ach, Gott sei Dank gehalten. Ja, diese kleine Mikrolex, ihr müsst verstehen, Südafrika ist ein bisschen weit hin, macht diese Internetleitungen da. Viele machen da immer noch den Witz Bambusleitung. Naja, gut, ich meine, es gibt ja Leute in Südafrika, die haben es anscheinend besser, als wir jetzt immer hören. So wie zu diesem Thema. Und dem Internet.
Einfacher hat er vor dem, jetzt, nach dem Qualifying heute gemeint, vor dem Rennen ist gerade noch, ja, Dead's Internet. Ja, das ist halt einfach so. Was ist da okay, das hat eben auch, früher war das ein, ja. Unglaubliche Meinungen und ja, unglaubliche Dinge, wo man sich gar nicht mal vorgestellt hat. Na, ich meine, wir sehen es ja, ich meine, viele haben ja auch gesagt, noch so vor dem Ganzen hier, wo man dann, also wo wir schon angetrudelt waren, die Fahrer trudeln ja so immer knapp so, auf jeden Fall, also Mindestankunftszeit ist ja 24 Stunden vor dem Event quasi. Natürlich, der, wo vor dem Tag nochmal ein Rennen oder so hat, der hat natürlich dann nochmal ein bisschen klar, ne, logisch, aber der bekommt dann alle Infos auf die VSR-App, die haben auch nur die Fahrer. Und ja, da haben auch schon ein paar Leute gesagt, ja, okay, gut, alles super, schön und gut, aber ich nehme an, dass der, ich mag es immer ganz hier mit der Maus, so rumfliegt die ganze Zeit. Ist nicht so, man sieht ja, es geht, hoffentlich bleibt so. Klar, Alex ist zwar bisher der einzige Opfer quasi, aber naja, gut, wenn du das jetzt mal genauer siehst, kann ja alles dafür, weil ich meine, bei ihm fährt er ja auch bloß durch die Gegend und ja. Wenn er irgendwo hincrasht, ist sehr gut, ich meine, das war bloß ein kleiner Leck nach vorne, den hat er ja bisher noch nicht, nur hat er bisher nur einmal so in dieser Kurve. Was willst du tun quasi? Naja. Ja, noch knapp 20 Minuten to go, knapp, ja, 9 Runden noch, um genau zu sein. Nochmal 2 Sekunden, sind sogar noch 18 Minuten, ja. Mal gucken. Vor allem mal gucken. Wie gesagt, Season, wie gesagt, ich werde jetzt dann gerne mal ansprechen, im Thread für Spielberg, klar. Das war jetzt gerade so ein Leck. Ich habe es gesagt, liebe Zuschauer, so ein Leck die ganze Zeit zu haben und auch in meiner Mannschaft ist natürlich nicht so toll, klar, da könnte man ihn zwar jetzt auch wieder verwarnen oder ihn darauf hinweisen, aber wir wissen ja, Südafrika, da ist es nicht so optimal wie hier. Wie in Deutschland zum Beispiel. Also, ja, mal gucken. Ob er da noch weiter so rumlecken wird, aber ich denke mal, dass das nicht so sein wird. Ansonsten, ja, er hat auf jeden Fall nach dem Rennen, wie sie sich jetzt auch schon die Nationalität dazu gewonnen. Wir haben ja noch einen Fahrer, der heißt Gabriel, also wirklich so Steam-Name Gabriel aus Ungarn. Der kann heute leider nicht mehr mitmachen, aber in 2 Wochen dann wahrscheinlich in Le Mans. Und ja, mal gucken. Aber das ist schon krass, dass alle hier den Leuten schon wegfährt, ne, teilweise. Das ist schön. Und das merkt dann, da merkt man dann auch so, ja, wir haben inzwischen wirklich, wenn man dann mal das alles zusammennimmt, wirklich die drei großen Länder, Australien, Südafrika und eben Brasilien, da kannst du mal ganz kurz rechnen, wie viel das ist. Schon krass, also das ist auf jeden Fall, lass mal die drei gegeneinander fahren, die lecken dann gegenseitig so ein bisschen rum, ne, und tun sich immer mal so gegenseitig an, aber dann geht wieder alles, ne, dann kann einer sagen, der leckt bei mir, der andere kann sagen, ja, du leckst bei mir. Und naja. Wulpes fährt aber davon, beziehungsweise, ja, das heißt, fährt davon, bleibt der Abstand bleibt konstant gleich eigentlich. Ich war auch für Cruz, aber der Hauptfach hat mich auf der, holen wir jetzt eigentlich auf den Wulpes auf da vorne. Und ja, ich meine, Wulpes war dann inzwischen da, wo halt eben Cruz noch weiter hinten war und der eben noch im toten Winkel und quasi hinter dem Hügel war. Also kein Wunder, dass es dann quasi da. Ja, die Nachfrage auf jeden Fall da ist. Ja, man sieht schon, er leckt ein bisschen rum, das ist nur wirklich noch grenzwertig. Klar, viele sagen, ja, komm, das geht gar nicht raus damit, aber naja, Allen sagt auch gerade, dass das aktuell nicht das Beste ist, und vor allem mit dem Vorfall, nicht mehr an, sobald er einen Unfall hat. Ich muss ihn natürlich auch anders haben, wenn er dann quer kommt oder was auch immer, dann, und der das nicht schafft, dann kracht man halt einmal quasi, ja, in der Gegend umher. Ja, gut, das ist so ein Vorfall, ist zum Beispiel Sand heute auch passiert, haben wir ja live gesehen. Sand inzwischen auch ausgestiegen, ja gut, lang ausgestiegen, so heißt aber inzwischen beim Interview gewesen. Und mir wird gerade zugesendet, dass Sand sich sehr, sehr beschwert hat. Nicht über das Auto, sondern über sich selbst. Er ist nur auf sich selbst sauer. Und sagt, dass er sich jetzt fokussieren will, Spielberg, die Strecke an sich lag ihm, das ist ja da, dass er seine erste Top 10 Platzierung rausgeholt hat, nach Santa Cosa, hat er gesagt, jetzt gerade noch, so also wissen wir noch alle, Spielberg damals Lauf 4. Und er hofft sich natürlich Punkte, klar. Und er sagt auch, dass es relativ schwierige Season werden könnte. Cruiser kommt mit der Autoreiter relativ gut zurecht. So scheint es. Und ja, mal gucken, wie es da dann für ihn am Ende aussehen wird. So viel zum Thema Send und Interview und ausgeschieden. Sein zweites Retirement of the Season in gerade mal 4 Rennen. Das hatten wir auch schon mal beim Summer Cup, dass er viele DNS hat. Jetzt hat er bei der KSC Season am Anfang nach 6 Rennen 3 DNFs. Jetzt hat er hier nach 4 Rennen 2 DNFs. Also
die Stabilität, gut, ich meine, am Anfang der Season ist natürlich klar, dass sich da über 50% der Rennen aus DNF darstellen können. Lewis hat ja zum Beispiel 100% DNF bisher meiner gefahren, klar. Aber man darf auch nicht verstehen, dass, ja, eventuell Sand ein Fahrer ist, der Lewis einmal sein 200. Liga in Fahrrad aktuell. Wenn da sich wirklich nichts ändert am Zeitplan, würde er sogar hier fahren und das, soweit ich wüsste, in Monza. Aber ja, jetzt haben wir dann erstmal nächste Woche Spielberg, dann Le Mans. Das geht ja, geht da ein bisschen mehr mit den Kilometern, weil halt eben ansonsten nur 40 Minuten rauskämen. Wie gesagt, Le Mans dann noch und halt eben dann Monza. Mal gucken, ob sie dann da sein 200. Grand Prix des 10. Liga-Stadt feiern darf. Liga-Rennen an sich, na gut, da kann alles passieren. Klar, meine Sets war es Liga-Rennen, klar, aber kann alles passieren. Es geht immer um den Liga-Start und ja, eventuell werden wir da auch mal eine kleine Dokumentation, eventuell ein kleines Video von ihm sehen. Jeder mal erklärt, was das ist. Oh, da liegt noch Trümmerteil, okay. Mal gucken. Und ja, um das Ganze noch mal abzuschließen, natürlich wird es da, wenn alles gut geht, wieder mal eine Onboard von Sand natürlich kommen, klar. Ich glaube, das ist von Scar, was hier sich täuscht. Oh, mal ganz kurz. Ja, okay, Scar anscheinend heftig eingeschlagen nach hinten. Hat ein bisschen Trümmerteile verloren. Ja, und dann, der kann sich ja relativ gut verteidigen, ne, gegen Wegflüsse. Das ist schon krass. Bin mal gespannt. Ja. Mal gucken, würde ich einfach mal so sagen. Und ja, natürlich, wenn Sinn jetzt dann bei den 300 Stunden, sag ich jetzt gerade schon, bei den 3 Stunden, dass er den 200. Grand Prix feiert, ne. Da muss man halt überlegen, klar, er hat immer die Möglichkeit aufzunehmen, das ist logisch, aber halt eben, eventuell mit der Replay wäre es eigentlich mal ein bisschen schöner. Halt 3 Stunden aufnehmen, dass wir das nicht rendern oder sowas. Das ist einfach ein bisschen zu viel, ein bisschen too much, würde ich sagen. Deswegen, also da wäre ich schon voll dafür, dass er bei einer Kurzstreckenliga quasi das feiern würde. Ja, 3 Stunden, die mit euch auch nochmal informieren, dann nach der Corsa. Alle 2 Wochen. 3.12. bis. Ach, schon, dann geht es ja gar nicht. Jetzt ist es auch gerade mal aufgemacht. Ich war ja Siebenstart für 36.11. geplant. Jetzt hat er ja noch mit der vom Einziger jetzt mal getauscht. Also, wenn er in seiner 17. Season sein 200. Liga-Start feiern, das dauert mal was. Was wir eventuell sogar feiern würden. Mal gucken. Ah, naja, für Sand läuft es aktuell nicht so toll in seiner Rennfahrerkarriere. Klar, inzwischen mehr, ein paar Siege mehr, klar. 12 müssten es nach meiner Zählung sein. Aber, ich meine, sein Ziel, was immer in den Titel zu holen hat, ist schon, soweit ich wüsste, 3-mal die Chance gehabt. Naja, 3-mal hat er, also jetzt nicht 3-mal die Chance, jetzt 3 Seasons, sondern 3-mal am Ende wirklich die Chance gehabt zum Champion. Einmal in der Project Card Liga in der Vorsaison hier, hat er es auch verkackt, das war halt eher wegen dem Auto damals noch. Dann in einem B2, na gut, ich meine, da war es eher Glück, dass er da meine Zweiter geworden ist, weil selbst da könnte man dann Titelchancen sehen, klar. Aber das war einfach eine Season, mein Gott, der ist halt normal gefahren und am Ende ist halt sein Erzrivale PD nicht mehr mitgefahren. War auch so ein Champion geworden. Und der hat eben letztens in der F1 2012 mega Coop. Ich meine, gut, das war so ein Rennen, wirklich, also für sein Auto war es wirklich passend, würde ich wieder mal so sagen, dass ein Backmarker ja, ihn da abräumt, ihn da halt eben, ja, in der ersten Kurve berührt. Aber er hat 7 Leute waren in der Abend da, das heißt alle sechs Gegner vor ihm. Und die ganze Karriere halt hinter ihm. Und ja, dann war es für ihn fast schon gelaufen. Er hatte dann eine kleine Chance mit dem Clubmaster, ein paar die aufhalten und so weiter, aber die hat sie dann auch in Runde 7 leider, ja, vernichtet. Mal gucken. Vielleicht werden wir sind immer mal zu sehen. Mal gucken, hat er noch 2-3 Saisons Zeit. 2013 die Chance, 2014 die Chance. Eventuell 2015 Reload die Chance. Überall hat er noch Chancen, auch noch bei KLC, klar. Aber irgendwann ist es auch für ihn mal an der Zeit, dann zu sagen: Jo, Jungs, ich fahre nicht mehr. Aber naja, gut, ich meine, er ist ja eh so ein, wenn man jetzt mal guckt, nach knapp mal, sagen wir es jetzt ja 2 Jahre, am 29.05. ist auch noch, ja, gut, 1,5 Jahre bisher fast nur, ne? Ja, werden jetzt dann 1,5 Jahre. Schon so viele Seasons, da kannst du noch mal rechnen, ne? Und der möchte das Ganze jetzt nicht aufhören oder sowas. Aber naja, ich meine, wem es gefällt, der kann es ja weitermachen. Hier kommt es ja übrigens nicht aufs Alter an. Wenn die Pilot zu alt werden. Jeder kann so viele Seasons fahren, wie er möchte. Hauptsache das Ganze. Ja gut, ich meine, von einem hängt es wirklich ab. Und das ist wirklich von VSR, weil ich meine, wenn VSR keine Rennen mehr macht, dann kann es nicht mal in die Database aufgenommen werden. Klar, er will dann wahrscheinlich andere Rennen suchen, klar, aber ich meine, will das alles einer bei einer Database haben, deswegen. Aber ich denke mal, das Ganze da auch hoffentlich hinhauen wird.
Nach einer kurzen Sprechpause sind wir zurück. Carlo führt vor Poker. Das wird hoffentlich auch so bleiben. Seinerseits aus. Und ja, der Fight, alle gegen Cruiser, nimmt die Endphase ein. Alle in der vorherigen ohne Lichter und der Cruiser hintere mit den Lichtern. Mal gucken. Ja, mal gucken, wie es am Ende ausgehen wird hier. Kann nur noch 3 Runden vor Schluss, dann ist das Ganze hier leider auch. Was heißt leider? Ja gut, wegen Vertrag leider, aber von der Fahrer ist sie wahrscheinlich Gott sei Dank rum. Badfest ist wirklich so eine Strecke. Rennstrecke, aber Mauern irgendwie sau nah. Also naja, mal gucken. Und vor allem auch sau eng irgendwie, genauso irgendwie die Nordschleife. Aber dann ist halt am Ende. Muss es jeder Pilot für sich selber wissen, aber dann eben, ja, Badfest mag oder nicht. Scar ist in Runde 14, das ist schon krass, er ist 14 Minuten zurück. Und ja. Oh, da fliegt gerade einer durch die Gegend. Naja. Oh, Lockdown auch, was geht nach hier schief? Oder haben die vorbeigelassen? Achso, die haben vorbeigelassen, okay. Gut, Lockdown ist ja da eh so einer. Sehr, sehr vorbildlich, Silvester vorbei, freut mich auch, das zu sehen. Mal gucken, ob da auch die Fahrer mal noch was mit dem Video zu sagen werden.
Naja, Luxensäule. Aber naja, ist natürlich auch fair. Klar, Lockdown hat nach hinten knapp 30 Sekunden Abstand. Der kann sich das halt schon mal erlauben. Und ja, vor allem Scar stand ja auch. Also naja, wird das auf jeden Fall. Da lebt gerade ein bisschen die Kamera durch die Gegend. Ja, jetzt müsste gleich Carlo eigentlich auf seine Runde. Ja, genau. Final Lap hier bei Carlo Mart. Der war auf dem Weg zu seinem nächsten Sieg, zu seinem dritten Jahr nur. Also Carlo, ja auch so ein Fahrer. Hier in Aus ist sein einziges Podium geholt. Und jetzt hier auf dem Weg zum ersten Sieg. Ja doch, oh, die Kamera leckt. Hier war auch gerade noch so ein bisschen. Aber naja, am Ende ist es für jeden dasselbe Bier, klar. Aber Carlo hat es halt auf jeden Fall verdient. Pole Position, das wäre wirklich der Grand Slam, weil er war auch in der Trainingssession. Der jeweils schnellste Poker 6 Sekunden zu ihm holt natürlich noch mal ein bisschen was auf. Klar, ich denke mal, dass Carlo und Poco sieht eigentlich sind, dass Carlo den Sieg ist fast safer, klar. Wenn Carlo sich jetzt noch mal drehen will, ich würde wirklich, sehr, sehr schade finden. Aber ja, so wird haben wir halt auch jetzt in 4 Rennen, auch wenn wir einen Poker gewinnt, ist halt ein Wulpes gewinnt. Aber jetzt auch wirklich in vier Rennen 3 verschiedene Siege. Und naja, gut. Eigentlich wäre es Sören oder Mindoro, wenn eigentlich die Sieger gewesen. Im Lauf 1 also eigentlich fast schon 4 verschiedene Siege. Hoffentlich wird es so weiterbleiben, weil seit 9 Siege müsste man knacken, ne? Also 9 verschiedene Siege. Kann eigentlich fast nur so eine F1-Liga oder sowas. Aber es ist schon lustig, dass es bisher in Project Cars, C. Bisher wenn jede Season nur 3 verschiedene Sieger gab. Minimal 3, sagen wir mal so 3. Naja, jetzt sind wir schon gleich bei 3 Siegen. Naja, Poker, vielleicht klappt es nächste Woche in Spielberg, mal gucken. Ja. Glückwunsch an Carlo Mart. Er holt hier verdient. Und jetzt werden wir noch Motor schauen. Er holt hier verdient seinen dritten Sieg, seinen dritten Carrier Bing. Glückwunsch dazu. Und jetzt ist auch safe. Ja, er wird zweiter Poker. Und Scott nochmal in der Box. Der muss nochmal eine Runde fahren. Der muss keine Runde mehr fahren, weil der. Ja, nee. Und hier muss noch eine fahren. Schade, ja, Poker halt auch schon an, der. Außer Atem, würde ich sagen. Glückwunsch auch an den Piloten von Ghost Racing. Wenn der jetzt hier so stimmt, dann wäre das natürlich sehr, sehr geil, weil, naja, gut, ich meine, das hast du halt hier. Gute Einsicht auf Startziel. Dauert heute ganz schön lang, ne, bis die da alle kommen. Ja, allen, erstmal Wulpes Glückwunsch zur Position 3, natürlich klar. Und alle macht das, was noch keiner geschafft hat innerhalb der afrikanischen Zone. Er ist der erste African Driver, der one anderen Banner. Glückwunsch dazu. Er holt Platz 4 und Cruiser Platz 5. Glückwunsch dazu. Und jetzt parken sie hier. Ja, sie parken, das ist doch schön. Muss ich Cruiser nur ganz außen stellen, oder? Nee, allen. Macht ein bisschen der Allen. Ich sage mal noch allen dazu. Ja. Ich würde sagen, gehst du zu den Interviews und dann danach zu den Rennergebnissen. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Die
Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! Also kommen wir zurück in Badfest. Ein ja, relativ bedenkliches Rennen liegt hinter uns. Spannendes Rennen trotzdem. Ja, willkommen zurück, Wulpes. Nachdem du ja in Long Beach da gewonnen hast und vom Hocker warst, ja, inwiefern bedeutet dir das Podium heute, dass du ja, in der WM was mitspielen kannst? Also unser Auto ist natürlich auf dieser Strecke hier absolut nicht konkurrenzfähig. Deswegen freut es mich trotzdem, dass ich heute das Podium doch noch erreichen konnte. Ja, ich habe noch ein bisschen Neuigkeiten für dich. Du führst jetzt in der WM auch, ne? Nein. Ja. Inwiefern denkst du, ja, wirklich, dass es eine WM für dich werden könnte? Also ich werde auf jeden Fall konstant weiterfahren, versuchen, smooth meine Runden zu drehen und die Vorderen eben die Fehler machen lassen. Ja, heute war es ja ein relativ ja, bedecktes Rennen, haben wir ja gerade schon gesagt, ne? Aber auch mit den ganzen Rundenfragen, inwiefern bist du mit der Entscheidung der Rennleitung umgegangen, dass es dann nochmal eine Restart gab, dann nochmal und dann nochmal? Absolut in Ordnung, ich hatte es ja auch das letzte Mal, dass ich eben auch nur Glück hatte, dass das Rennen wiederholt wurde, sonst wäre ich auch rausgepinkt, obwohl wir da relativ gar nichts für konnten. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass du eventuell wirst und auch wieder am Podium stehen wirst in Österreich, ne? In den Bergen. Danke für dich. Ja, Poker, Tommy, grüß dich hier am Podium. Ja, großartiges Debüt auf jeden Fall von deiner Seite aus. Glückwunsch dazu. Ja, inwiefern war es heute nicht möglich, den Carlo einzuholen? Ja, erstmal vielen Dank für das Beitreten hier. Hat mir super Spaß gemacht. Also mit dem Abbruch war ich auch vollkommen einverstanden mit. Weil ich hatte auch tierische Backprobleme mit dem Spiel. Ich hatte komplett kalte Reifen, was ich komplett nicht verstanden habe beim ersten Start. Reifen von 35 Grad. Aber nach dem Restart, wunderbar. Hat echt gut geklappt. Ja, bin eigentlich sehr zufrieden. Okay. Ja, ich meine, du bist jetzt der erste Nissan-Fahrer hier quasi mit deinem Teamkollegen. Ja, inwiefern denkst du, bist du jetzt hier quasi erst mitgefahren, schon mal Platz 2. Inwiefern denkst du, dass du, wenn du jetzt noch ein paar, in den nächsten Jahren nochmal aufs Ausrüstung fährst, vielleicht sogar auch siegst, keine Ahnung, dass du da eventuell noch ja, mit dem etwas Rückstand und wenn du den aufgeholt hast, eventuell noch WM-Karten, die WM-Karten mischen könntest? Ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sind und vielleicht noch was reißen können, ja. Okay, hoffen wir, das Ganze dann nicht Spielberg auch wieder haben wird, ne? Danke für dich. Ja, Carlo, Assetto Corsa, Podium, also bzw. ja, dritter Platz geworden und hier über CC, ja, Siegen, ja, war ja heute anscheinend drin, sehr, ne? Sehr schwierige Strecke, ne? Ja, inwiefern, Carlo, denkst du, ja, verkackt, ja, schon nicht rausgekommen. Hallo, jetzt kommt zurück, Carlo, ja, nachdem du ja nach Assetto Corsa aus Brunnen gefahren bist, jetzt heute hier in Budget Cars 2 siegen konntest, ja, was war, ja, was hat heute zum Sieg generell erstmal geführt? Dass ich keinen Betonkontakt hatte. Das war mir ganz wichtig, aber mir schien es vor dem Rennen noch unmöglich, aber es hat geklappt. Okay. Die Mauern dort den Berg hoch, jedes Mal im Training hatte ich einen Fehler. Beim Rennen hat es geklappt. Okay. Ja, inwiefern, ich meine, Tiki war ja jetzt auch am Podium, hat auch Testring gewonnen und so weiter. Ich meine, klar, jetzt heißt das ein bisschen hinterher, ne? Du inzwischen zwar jetzt nicht mehr so, ne? Bis jetzt nur noch 5 Punkte hinter Wulpes und Marov, die über Punkte gleich sind. Ja, inwiefern siehst du auch für deine Chancen auf die WM? Das wird hart. Das wird hart. Du hast ja selber gesagt, ich bin schon die ersten 3 Rennen ganz schön zurückgefallen. Ich weiß auch nie, ob ich in Zukunft weiterhin so punkten kann. Das hier war meine Urlaubswoche, deshalb konnte ich ein bisschen mehr Training in Bathurst stecken und das ist ja auch eine schöne Strecke. Aber wir werden sehen. Bleib dran. Okay, ja, Spielberg, wie wirst du, mit welchem Gefühl wirst du hinreisen? Ja, voller Hoffnung. Okay, hoffen wir mal, dass Sachen gewinnen. Und ja, gibt's sonst noch irgendwas? Natürlich Glückwunsch an alle anderen auch im Podium. Ebenso. Danke, danke. Ja, super, ich würde sagen. Poker hat mir kaum Platz gelassen, um mal zu laufen. Also die Zeit, ich habe bestimmt 6 Mal pro Runde dort auf die Zeit geguckt. Gut, und dann würde ich sagen, Champagner! Ja, super. Champagner! Folgt! Dann nochmal an die Regie für das schöne Hardlayout, dann King of Travis, Karl Mark gewinnt vor Poker, vor Vulpes, vor allen aus Südafrika, dann Cruiser, dann Alien aus Slowenien, 6. Lockdown, 7. Glückwunsch dazu, Alex hat 8. Mindoro mit 6 Runden Rückstand, 9. und Scar mit 9 Runden bekommt den letzten Punkt für
Platz Nummer 10. Ja, dann send DNF. Es gab auch DNF, Jugo auch, Maruf ebenfalls. Bembel auch und der Maler und dann den Kunden im ersten von insgesamt drei Starts leider nicht starten. Ja, soviel zu diesem Thema und danke fürs Zusehen und ja. Würde ich sagen, gehen wir noch ganz auf Spielberg. Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß. Ja, wir haben gerade Vulpes, Poker und eben den Sieg Hallo gehört. Ja, Spielberg steht an. Scout hat auch gerade noch mitteilen lassen, dass er nächstes Rennen, also wegen dem schlechten Ergebnis, dass er auf dieser Strecke schon knapp 5000 Kilometer gefahren ist. Also, Mickey 3, also, immer und vielleicht ist er am Ende der Sieger. Mal gucken, ich will es ihm auf jeden Fall wünschen. Ja, Spielberg am 10.11. um 19.30 für die Fahrer, wie immer. Ihr wisst es ja, 19.15 bitte kommen. Und ja, dann war es auch erstmal hier. Wir verlassen, ja, quasi hier. Australien kommen hier, glaube ich, auch nicht mehr höher. Nee, kommen wir nicht mehr hier. Ja, dann geht's wieder auf nach Europa, dann auf die große Europa. Ja, große Europa, das ist die große Frage mit Spielberg, Monza. Spielberg, Le Mans, Monza. Dann geht's eben einmal auf, und zwar die Piste nach in die USA, dann nach Japan. Und dann noch einmal nach Europa, nach Spa. Und dann eben nach Daytona zum Finale. Ja, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.